Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Schnelles aus der Wunderkesselküche. Wir machen heute einen herzhaften Bulgurtopf und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. In der Tat ist es ein relativ einfaches und vor allen Dingen aber auch schnell zuzubereitendes Gericht aus unserem Forum wunderkessel.de, wo ihr unbedingt mal reinschauen solltet, denn da findet ihr noch ganz viele weitere Rezepte. Bulgur brauchen wir natürlich, weil sonst wäre es kein Bulgurtopf. Wir haben hier zwei Cabanossi. Ihr könnt auch diese, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Debrecina, keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine. Wir blenden es unten ein. Diese Wurst könnt ihr auch nehmen. Dann haben wir Kräuterbutter, wir haben eine Zwiebel, wir haben zwei kleinere Knoblauchzehen, Speck, eine gelbe Paprika, Wasser, Tomatenmark und Gemüsebrühe. Kein Suppengrundstock, der ist uns ausgegangen. Das lohnt sich nicht, jedes Mal welche zu machen. Aber ihr könnt den machen. Gibt es bei uns im Kanal ein Video zu. Der erste Arbeitsschritt ist, wie so oft, die halbierte Zwiebel und die zwei Knoblauchzehen in den Topf zu geben und das Ganze 5 Sekunden bei Stufe 5 zu zerkleinern. Wir geben jetzt kein Öl dazu, sondern 100 Gramm Speck und die Cabanossi. Die habe ich gar nicht abgewogen. Das sind so, die gibt es im Päckchen halt. Das sind zwei Stück und dann klein schneiden, rein damit. Das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf der Varoma-Stufe, Geschwindigkeit 1, angebraten, gedünstet, wie auch immer. Oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Das vergesse ich leider manchmal. Und zwar die Zwiebeln im Mixtopf runterzuschieben. Weil die hängen dann sonst oben und werden nicht richtig mitgedünstet. Also die solltet ihr auf jeden Fall immer runterschieben. Manchmal vergesse ich das. Also nochmal, 3 Minuten Varoma Stufe 3. Wir sehen uns gleich. Also ich habe jetzt mal runtergedreht auf Stufe 1, weil irgendwie kommt mir Stufe 3 ein bisschen viel vor. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler im Rezept ist. Also kleiner machen kann man es ja immer noch. So, wir haben das Rezept korrigiert. Es ist in der Tat Stufe 1 natürlich, weil sonst die Würstchen zu klein geschreddert werden. Aber das hat jetzt bei den 3 Minuten, die ich jetzt hier das Ganze gedünstet habe, dann hat das nichts geschadet. Es kommt jetzt noch der gelbe Paprika rein. Heißt es der Paprika oder die Paprika? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Vielleicht kann man sogar beides sagen. Ich bringe das in Erfahrung und zwar in den 3 Minuten, in dem Paprika mit Würstchen und Zwiebeln und Speck nochmal 3 Minuten auf Stufe 1 in der Varoma-Stufe vor sich hingart. Da sind wir wieder und es heißt natürlich der Paprika. Also der Artikel im Deutschen ist maskulin, also der Paprika. Wenn ihr die sagen wollt, dann könnt ihr die Paprikaschote sagen, denn das wiederum geht. Ich könnte natürlich auch den Genitiv benutzen, denn zu unseren Paprika kommen jetzt noch 250 Gramm gewaschenen Bulgurs. Hier ist übrigens der Bulgur, ist ganz wichtig. Also gewaschen heißt, es sind 250 Gramm Bulgur, habe ich abgewogen und dann in einem Sieb so ein bisschen nass gemacht und einmal kurz durch. Also nicht in der Spülmaschine. 750 Gramm Wasser kommen noch hinzu, habe ich ebenfalls schon abgemessen. Kräuterbutter kommen rein, 40 Gramm. Ich habe jetzt hier diese kleinen 10 Gramm, wie sagt man da, Riegel. 30 Gramm Tomatenmark. Ich bin mal gespannt, ob das noch reicht. Es könnte knapp werden, aber ich hätte noch welche. Nee, reicht. Oh, ist sogar noch was drin. Hier kommt ein Gib der Bauer zu. Fertig. Gemüsebrühe, 2 Teelöffel. Da kann man ruhig gehäufte Teelöffel nehmen, weil Bulgur ja schon sehr saugt an Gewürz. Bisschen Pfeffer machen wir noch rein. Auf Salz würde ich jetzt erstmal verzichten. Durch den Speck, durch die Würstchen, durch die Gemüsebrühe kann man zur Not nachher noch nachsalzen.
Und dann gehen wir auch schon in die Endphase über. 14 Minuten Baroma Stufe 1. Also, ich hatte es versprochen, ein schnelles Gericht. Bisher war es nicht viel Arbeit. Ich glaube, das längste ist jetzt die 14-minütige Wartezeit. Die spulen wir für euch vor. Bis gleich. Ich habe schon den Teller bereitgestellt, die Gabel in der Hand, denn unser Bulgurtopf ist fertig. Und das sieht auch richtig gut aus. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, mit einer Gabel komme ich hier nicht wirklich weit. Es ist doch recht flüssig geworden. Ist halt eine Art Eintopf. Ja? Aber ich finde, das sieht richtig gut und richtig lecker aus. Hat auch nicht lange gedauert. Ich mache mir da jetzt mal ein kleines Probierportion. Okay, es ist ein großes Probierportion. Ach komm, dann machen wir doch mal richtig hier. Dann kann die Hanna nämlich gleich auch ihr Abschlussfoto damit machen, damit wir euch mal einblenden, wie das denn aussieht. Ja, aussehen könnt ihr über den Kanal sehen, den Geschmack. Den müsst ihr mir jetzt glauben, wenn ich euch erzähle, wie es schmeckt. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich sehe irgendwie noch nicht so wirklich viel vom Speck. Ob der sich jetzt unten irgendwie festgesetzt hat, das weiß ich nicht. Es schmeckt aber und riecht auf jeden Fall danach. Aber jetzt erstmal nur Bulgur und die Paprika dazu, den Paprika dazu. Mhm. Überraschend heiß, sehr würzig. Ich würde es nicht nachsalzen. Für mich ist da genug Salz dran. Ich kenne Leute, die würden es nachsalzen. Ich bin ein großer Bulgur-Fan. Ich mag auch diese Art von Wurstwaren sehr gerne und Speck sowieso. Ne? Sieht man vielleicht, dass ich gerne sowas esse. Ich finde es ein absolut taugliches Gericht, wenn man schnell was Herzhaftes zubereiten möchte. Gib von mir einen Daumen nach oben und von euch hoffentlich auch, zumindest für das Video. Und wenn ihr das nachkocht, dann schreibt mal runter in die Kommentare. Vielleicht habt ihr selbst auch noch herzhafte Gerichte, die wir unbedingt in der Wunderkesselküche nachkochen müssen. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann bekommt ihr Bescheid, wenn wir wieder was Leckeres machen. Ich gehe jetzt essen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.